Hallo. Mit einer Hochzeit, die eines Königs würdig ist, haben wir die letzte Folge beendet und das da ist unsere Frau, Frau Andri. Ja, so macht man das in Dark Souls. So wird geheiratet, mit dem Dolch ins Gesicht, aber wichtig, das Gesicht abzudecken. So wird geheiratet. Das haben wir in der letzten Folge gemacht. Und sind jetzt irgendwie so ein krasser, voller krasse Lehrenfürst oder Hüldenfürst. So einer. Jo. Und damit willkommen zu Dark Souls 3. Super geil. So, wir machen uns auf den Weg. Wir haben viel, viel Stuff bekommen. Wir haben uns viel, viel hier rumgeärgert, vor allem auch. Manchen Ecken. Der Typ ist zusammengeklappt. Der hat die Hochzeit nicht überlebt. Ja, so, ne? Das ist eine harte Party hart, ne? Schnapsleichen überall. Das war doch mal eine Hochzeitsfeier, die, ne? Eine Hochzeit ohne Toten, ne? Geht doch gar nicht. Den Chamäleon-Zauber kriegen wir hier. Der ist auch sehr, sehr beliebt, um andere Spieler zu invaden oder sich invaden zu lassen. Denn mit diesem Chamäleon-Zauber können wir das gleiche machen, was wir mit den weißen Zweigen machen können. Ich zeige es einfach mal. Hier, wenn wir einen benutzen. Flup, diesen Zauber. Wir verwandeln uns in irgendein Ambiente-Item, so was hier irgendwie so rumsteht. Manchmal auch in bessere, so wo man das vielleicht nicht gleich erkennt, dass, ne, dass das hier nicht hingehört. Manchmal in so Kisten oder so, das ist dann schon ganz praktisch, kann man sich so mit den anderen Kisten verstecken und dann aus dem Hinterhalt angreifen. Und mit dem Chamäleon-Zauber können wir das natürlich unendlich oft machen. Sehr, sehr schön. So. Wir haben auch schon wieder fast 100.000 Seelen, die wollen wir auf jeden Fall gleich noch ausgeben. Wir besuchen auch gleich den Feuerbandschrein und gucken, was wir so alles erbeutet haben, lesen uns so ein bisschen durch, ne, so wie wir das immer machen, bevor wir hier weitergehen. Bevor wir aber da nach oben fahren und da weitermachen, gibt es nämlich hier noch was abzuholen. Da drüben sieht man es nämlich, da ist ein Feuer. Das ist hier der Turm der Kirche. Wenn wir hier runter gucken, ja, doch so in die Richtung erkennt man es ein bisschen, ne? Das ist die Stadt. Da vorne ist die Tür zum Sullivan, ne? Da sind wir durch, dann hier hinten einmal rum. Ne? Quasi so einen Kreis gelaufen, bis wir hier zum Fahrstuhl kommen. Immer wieder erstaunlich, wie gut die Architektur ist. Man sieht sogar da hinten, wo wir komplett hergekommen sind. Auch die Burg und so. Das ist schon geil. Ja, das ist schon echt geil gemacht. Ja, aber da drüben, hier am Spitze, da sehen wir auch ein Feuer. Wie kommt man da hin? Indem wir einfach hinlaufen. Ja. Magic. Jesus ging übers Wasser, wir gehen durch die Luft. So wird's gemacht. Ich empfehle hier langsam zu laufen. Es ist quasi ein Weg, der hier ist. Der ist jetzt nicht der schmalste, aber auch nicht der breiteste. Aber der geht auf jeden Fall genau bis so hier so Zentrum. Bis hier hin und dann kann man hier runter. Zack. Man kann auch alternativ so diese Leuchtesteine so auf den Boden packen. Ähnlich wie in dieser Kristallgegend im ersten Teil. Katschaka. Und wen haben wir denn da, Feines? Hallo, junges Fräulein. Möchten Sie vielleicht auch vermählt werden? Ja, also, ich bin frisch geschieden, ne? Die Frau ist leider verstorben. Möchten Sie nicht auch? Also ich habe hier so auf der Schulter auch so ein Ritual, so ein Ding, was wir dazu benutzen können. Hätten Sie da nicht Lust drauf? Name thyself, Stranger. I am Yoshka, Captain of the Dark Moon Knight. What beckoned thee to such a place? Genau, jetzt können wir Finstermond treu ausführen. Das ist so eine Geste, die wir gelernt haben. Da müssen wir uns weit zurück dran erinnern. Im Feuerbandschrein kam nämlich diese Siri. Ne? Nicht die Frau im Handy, sondern die Siri. Und die hat uns das beigebracht. Die hat uns erst nämlich gesagt, so, boah, nee, mit uns, boah, will sie nichts zu tun haben. Und dann kam sie später irgendwann nochmal und hat gesagt, so, oh ja, ihr seid ja ein rechtschaffener Mann und so. Seid ihr nicht ganz so verlogene Typ, euch bieten wir die Hilfe an. Und dann hat sie uns das hier beigebracht.
Ja, und das können wir jetzt hier vorführen. Thou thinkst too. Very well. Captain to this nightless company I remain. I will grant thee purpose. Thou'st journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of our lords, then I place thee under the aegis and the power of the Dark Moon. Thou art now a blade of the Dark Moon, the only knight of our company. Swear this oath and face thy solemn duty. Klinge des Finstermonds. Wir sind nun eine Dark Moon Blade. Jawohl, wir haben jetzt wieder so einen Covenant freigeschaltet. Aber der ist geschichtlich halt sehr interessant. Oh, good blade of the Dark Moon. Welcome home. Welcome home. If I can provide thee succor, only tell me how. Genau, hier können wir jetzt diese Beweis der Eintracht abgeben. Wenn wir davon ein paar abgegeben haben, kriegen wir Belohnung. Ich weiß gar nicht, was es ist. Waffen, Ringe, Zauber, irgendwie sowas. Long ago, our father Gwyn, lamenting the waning of the fire, became cinder of his own will. Now, the fire is linked by the champions who have come in his stead. Such is the will of Father and the gods. And so the Dark Moon Knights took arms to watch over those who link the fire. But long ago, our company lost its last proper knight. Only its covenant was preserved to this day, until the time of thy visit. Erdem taketh many forms, indeed. Erbhaft, er kennt viele Folgen. Ja, um das so ein bisschen aufzudröseln, was sie da so erzählt. Der Vater Gwyn, das geht halt viel zurück an den ersten Teil, wie die Welt funktioniert. Die Welt funktioniert ja ungefähr so. Es gibt immer so einen Typen wie uns, so eine komische Seele, dunklen Lord, ja, so eine Dark Soul, eine dunkle Seele, die auserkoren ist, das Feuer neu zu entfachen. Oder eben nicht. Und was dadurch passiert, das Weltenfeuer quasi, ja, wodurch die Welt am Leben gehalten wird und vor allem, wodurch die vermeintlichen Götter, zu denen Gwyn sich auch so zählt, an der Macht bleiben. Und die wollen natürlich, dass wir das Feuer immer wieder neu entfachen, damit es nicht ausgeht, damit die an der Herrschaft bleiben. Und wir sind jetzt hier quasi so ein Ritter von denen und sollen natürlich die Fackelträger beschützen. So, ich glaube, das ist grob zu erklären, so kommt das hin. Das ist das, was die hier machen. Off so soon. Wir sind so richtig niederträchtig, denn unsere Questline, die wir gerade spielen mit der Hochzeit und so, tut nämlich genau das Gegenteil. Wir tun nämlich genau das Gegenteil. Wir werden das Feuer nicht entfachen, wir werden es erlöschen lassen. Und dann das Zeitalter der Menschen einzuläuten. Ja, das geilste Ende. Ja. Und wir sind der Herrscher, wir sind der Fürst. Super gut. Scheiß auf Götter, wir sind der Gott. Aber wir können uns trotzdem hier denen anschließen. So, und ab jetzt können wir auch zu Rosaria. Um das nochmal zu vervollständigen, die Siri nämlich, die hat uns das ja nur beigebracht, weil wir nicht niederträchtig sind, ne? Weil wir quasi die anderen Leute nicht ausgeraubt haben. Wenn wir uns nämlich Rosaria anschließen, dann können wir so als rote Phantome andere Leute überfallen und sowas. Und das ist quasi, ne, das Zeichen dafür, dass wir andere Fackelträger, ja, die das Feuer entfachen wollen, haben wir ja dann bekämpft. Und dann sind wir feindlich, so gesehen, denen gegenüber. Und dann bringt uns Siri das nicht bei. Dann ist sie auch feindlich gegenüber uns. Sie sagt so, ja, nee, du bist echt nicht cool. Dich mag ich nicht. Ja, das ist so ungefähr die Lore dahinter. So ungefähr, ne, ist alles immer ein bisschen schwammig. Was an sich ganz cool ist bei Dark Souls, dass das so ein bisschen schwammig ist, weil kann jeder sich so ein bisschen dasselbe da reinreimen, wie genau das ist. Aber in den groben Zügen ist das so.
So, wir müssen gucken. Hier unten gibt es, glaube ich, noch irgendwo die Rüstung. Kann sein, dass wir die schon verpasst haben. Ich glaube, wir haben die Rüstung verpasst. Die liegt dann hier oben noch irgendwo. Auf irgendeinem Querbalken. Also wir haben diese... die Rüstung lag ja hier ganz unten, glaube ich. Gemälde-Ritterrüstung oder so heißt das Ding. Ich schau mal eben. Doch, haben wir. Haben wir. Gut. Ja. Vielleicht erzählen wir das. Wäre auch eine Idee. Vielleicht ein bisschen mehr über Lore. Gerade wenn wir so jetzt gegen Ende kommen. So, der Typ hier hinten, der ist natürlich auch verschwunden, ne? Das ist zwar der Typ, den wir da unten in der... Der da verreckt ist. So, sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Jetzt können wir eigentlich, wenn wir schon hier sind, wir könnten, glaube ich, hier im Wasservorrat bei McDonald's, das können wir eigentlich auch noch mitnehmen, das Item. Das ist eigentlich nur, dass wir uns den Covenant da anschließen können. Ich habe das nur in der letzten Folge nicht gemacht, weil ich mir nicht sicher war, ob die da oben dann auch irgendwie damit interagiert, wenn wir uns den anschließen. Denn dieser Kultus hier unten, diese Fraktion, ist quasi der Gegenspieler zu denen da oben auch wieder. Also, ja, also der direktere Gegenspieler, warum auch immer. Ich weiß gar nicht, was der da genau will. Aber auf jeden Fall ist man dann auf jeden Fall der Gegner von den Dark Moon-Typen. Ja. Eid leisten. Aldrichs Getreue. Beweis des Eids erhalten. So, menschliche Abschaum können wir da abgeben. So, wir gucken uns das mal an. Weil das interessiert mich gerade selber. Hier nehme ich noch irgendwas da dran steht. Das heilige Symbol der Kathedrale des Abgrunds und das Wappen jener, die hinter das Feuer bis in das Zeitalter der abgründigen Wasser blicken können. Das Anliegen schwört dem Eid von Aldrich Getreuen die Treue. Die Getreuen sorgen dafür, dass Aldrich, der Verschlinger der Götter, ungestört bleibt, indem sie die Gestalt treuer Geister annehmen und alle angreifen, die in die verfallene Kathedrale eindringen. Das Herbeirufen erfolgt automatisch. Ja. Also sobald, wenn es online ist, dann sobald jemand dieses Gebiet hier hinten betritt, werden wir automatisch in seine Welt geportet und kämpfen gegen ihn, ja, als Gegner. Im gleichen Atemzug kommen oben die Dunkelmondritter als Beschützer für ihn. Und dann kommt vielleicht sogar noch einer, so ein rotes Phantom, weil er einfach denkt so, ja, ich tue mir hier nochmal ganz normal PvP machen und dann vielleicht ist da noch so ein lila Zeichen und der wird er beschworen und dann PvP, merkt, also das ist hier die PvP-Zone. Hier zentriert sich richtig viel. So, ab in den Feuerwandschrein. Feuerbahnschrein. Richtig, richtig cool. So. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist der Typ da oben jetzt auch weg. Hier der komische Frodo von den Fingers. Ne, der ist immer noch da. Okay. Haben wir eine Bossseele? Ne, wir haben gar keinen Boss gemacht. Sullivan haben wir schon eingetauscht. So, denn. Erstmal leveln? Erstmal leveln. Hallo. Ich möchte aufsteigen. Ja. Wir skillen. Geschick, glaube ich, ist immer noch am besten, ne? Oh, diesmal kriegen wir sogar 5 Punkte Damage. Jetzt Nummer 4. Nummer 4. Ja, Geschick ist damage-mäßig noch unser bester Stat. Ich würde trotzdem aber, ist zwar ein bisschen schwächer, auf Stärke gehen, weil dann können wir, falls wir variieren wollen, mit Waffen noch ein bisschen rumhantieren, wenn wir die mal wechseln wollen. Mach jetzt Stärke erstmal bis 30 dann. Ist jetzt für die Waffe, die wir tragen, vielleicht nicht das Beste, aber... Habe ich euch schon mal erklärt, ne? Wenn man so ein bisschen auf beides geht, ist zwar nicht... Uns fehlen vielleicht 20, 30 Damage für die Waffen oder so, aber insgesamt können wir eigentlich fast alles spielen. So, haben wir hier noch irgendwas bekommen? Auch nicht. Pretty be careful. Stimmt,
stimmt, mit der Frau hier unten können wir nochmal talken. Wir haben ja jetzt geheiratet. Gucken, was die uns jetzt noch vorschlägt. Hallo? Ah, our lord and liege. I presume my holy vows are sworn. Ja. Wonderful. Now thou art the true and deserving lord of Hollows. With the spouse, the strength to claim the fire is thine. Thy lordship, I prithee wrest the fire from its mantle. I, Uria, and all Londor embrace thy impending lordship. Ja, die wollen, dass ich herrsche. Aber die erzählt auch schon ein bisschen, ne, so was ich angerissen habe. Die will nämlich, dass wir dieses Urfeuer, dass wir die Macht davon nehmen und sie für uns gebrauchen. Dann sind wir der Gott. Wir sind fucking Gott. Oh Lord and Lee, I prithee, play the usurper. When the moment cometh to link the fire, the age of fire was founded by the old gods, sustained by the linking of the fire. But the gods are no more. And the all-powerful fire deserveth a new heir. Our Lord of Hollows, it shall be who weareth the true face of mankind. Ja, genau, die erzählt so ungefähr das Gleiche, was ich schon ein bisschen angerissen habe. Our Lord, and I prithee, genau, wir werden zum überkrassen Boy. Jo. Be safe. Be safe. Jo, wir gucken uns mal noch ein paar Waffen an. Oder generell ein paar Items, die wir so bekommen haben. Vielleicht nur, nicht nur Waffen. Aber hauptsächlich Waffen. Doppeldolche haben wir uns noch nicht angeschaut. Habe ich auch nie wirklich mit Filmen gespielt. Außer diesen Slide, dass man durch den Schlamm da durchsliden kann. Das ist der Special, ne? Mehr können die, glaube ich, auch nicht. Also, was wir vielleicht im selben Atemzug mit dem, mit den Dolchen, oder was ich auch hier bei dem Lothwick-Schwert vergessen habe, ist folgendes. Ein Wert, den ich mich noch gar nicht erklärt habe jetzt während des Let's Plays, ist kritisch. Was bedeutet kritisch? Ne? Deutsche haben mehr Crit als das Schwert. Das Schwert hat 110. Deswegen ist es aber auch gut, weil es generell mehr hat als normale Schwerter. So 100 ist eigentlich so der normale Wert. So die typischen Schurkenwaffen und sowas, die haben immer ein bisschen mehr. Das Schwert ist auch cool, weil es ein bisschen mehr hat. Ich glaube zum Beispiel, so ein Rapier hat, glaube ich, 130 oder so. Ja, genau. Und deswegen ist ein Rapier richtig, richtig cool, mit einem Rapier zu zocken. Was macht der Wert? Kritisch bedeutet, dass es ist quasi ein Wert, womit kritischer Schaden berechnet wird. Also das heißt, es ist keine Crit-Chance, dass wir irgendwie beim Zuhauen einen kritischen Treffer landen und das dann mehr Schaden macht. Das gibt's so nicht. Sondern kritische Angriffe sind halt eben Backstabs zum Beispiel. Wenn wir hinten reingehen, diese Animation machen, Backstab, das ist ein kritischer Angriff. Wenn wir Gegner parieren und dann den Riposte, ne, den Konterschlag reinhämmern, das ist ein kritischer Treffer. Das sind kritische Treffer. Und je besser dieser Wert bei der Waffe ist, desto mehr Bonus-Damage macht diese Aktion. Deswegen sind, ne, so Parieren und Backstabs mit ja, Rapier, Dolche, die sind dafür am besten geeignet. Und das ist auch so eine Kunst. Am besten hat man immer so ein Ding dabei. Und man kann zum Beispiel mit diesen Waffen, wir könnten uns jetzt auch ein Rapier noch bauen zusätzlich. Dann kommt ein Gegner, wir tun ihn mit diesem Ding parieren, wechseln die Waffe, um den höheren Bonus-Damage in sein Herz zu jagen. Und dann wechseln wir wieder zurück und kämpfen ganz normal weiter. Interessante Dinger. So. So viel dazu. Haben wir nochmal einen Wert geklärt. Welche Waffen? Müssen wir selber mal gucken, was wir noch nicht hatten. Was eventuell interessant sein könnte. Das hatten wir alles schon. Astora Greatsword ist auch nichts Specials, auch einfach nur ein Großschwert. Skimitar, Mehlhüter hatten wir alles schon. Verbandengroßschwert des Exiles, das könnten wir sogar fast tragen. Also es hat zumindest kein X, aber eigentlich haben wir zu wenig Stärke. Aber ja, das hier ist auch ein beliebtes Schwert im PvP. Aber aufgrund des Movesets. Das ist nämlich so ein bisschen wirbelig. Ne, einhändig sind die Waffen wie immer nicht ganz so spektakulär. Können halt ein bisschen draufhauen. Aber zweihändig entfaltet sich immer der Zauber. Es ist halt relativ schnell.
wie man sieht. Ich glaube, hat das Blutung von Hauses? Nein, hat es nicht. Aber es hat eine relativ gute Skalierung schon vom Rohwert. Oh nee, das hier ist ja unser. Das hier genau stärker ist. Das ist relativ ausgeglichen, das ist gut. Ich glaube, Stärke wird richtig geil bei dem. Wenn man das plust. Der hier ist special. Den haben wir auch gesehen von den NPCs. Kann gut Damage machen. Ist ein bisschen special. Also so diese Rolle. Also gerade dieser Wirbel. Der ist halt beliebt, weil er viel Damage machen kann. Das hatten wir ja schon mal bei den solchen Doppelschwertern. Die hatten ja auch so einen ähnlichen Wirbel. Und das sind halt sehr viele Hits nacheinander, wenn man den wirklich im Nahkampf reinsetzen kann. Ne? Und gerade wenn man so einen Burst machen kann, das ist im PvP richtig beliebt. Weil es häufig so ist, dass man hat einen Schlagabtausch. Dann trennen sich beide irgendwie aus der, ich sag mal, Schadenszone, trinken sich voll und dann geht's wieder los. So lange, bis einer keine Drecke mehr hat. Und um das zu verhindern, ist halt so ein Burst, den man am Ende reinhauen kann, richtig geil. Ne? Man schwächt den Gegner so ein bisschen und dann mit einem dicken Burst down, so dass gar nicht mehr möglich ist, einen Trank zu trinken. Deswegen sind die Waffen beliebt. Todeskombo, Stichwort. Rapier des Kristallweisen. Nö. Schwarzklinge hatten wir auch schon, Sklavenaxt, das ist alles nicht so viel Cooles dabei. Die Doppelspeere haben wir neu und den Smaugshammer war auch neu. Den können wir mal. Smaugshammer. Ich weiß gar nicht, der hat glaube ich auch zum Blitz-Special? Bin ich mir gar nicht sicher. Mit dem habe ich auch noch nicht viel gekämpft. Großhammer, gucken wir mal selber an. Kenne ich selbst noch nicht so krass. Der verwundete Großhammer von Smaug. Dem letzten Ritter, der die verlassene Kathedrale bewachte, in die wir gleich reingehen. Regeneriert beim Angriff TP, was womöglich aus seiner Zeit als Scharfrichter hergeführt. Ah, das heißt, wenn wir zuhauen, kriegen wir Leben zurück. Das ist eigentlich ganz cool. Durchhaltewillen. Verankert die Waffe im Boden und erhöht kurzzeitig die Balance. Mindert bei Aktivierung den Schaden. Okay, das heißt, wir machen weniger Schaden oder bekommen wir weniger Schaden? Und haben dafür mehr Balance. Ich glaube, wir machen weniger Schaden. Das klingt mir ein bisschen ausgeglichener. Der ist auf jeden Fall, ne? Das ist mal ein Hammer, Alter. Das ist mal ein Hammer. Das ist so ein schöner Hammer für einen Richter, ey. Klatsch. Also selbst hier machen schon die einhändigen Angriffe schon Spaß. Ja, da sind schon schöne Schwinger dabei. Da, die sind schon echt sehr, sehr schön. Aber was ich häufig vergessen habe, fällt mir gerade ein, ist die Sprint- und Rollattacken von den Waffen zu zeigen, ne? Wenn wir... Okay, können wir jetzt nicht, weil wir zu schwer sind. Manche haben da auch eine ganz coole Moves. Auch hier zweihändig, ja. Oh, der macht Spaß. Der macht Spaß, Alter. Oh ja. Aber sehr, sehr langsam, ne? Und Special ist halt... Boom, buff. Alles klar. Wo haben wir denn die nächsten coolen Waffen? Naja, so, das sind so Speere einfach. Aber Speer habe ich, glaube ich, noch gar nicht vorgeführt. Die Doppelspeere sind halt interessant. Ja, einhändig ist es halt wirklich auch nur ein Speer. Besonderheit bei Speeren, also generell Speeren, egal welches sind, wenn man ein Schild hat und das blockt, kann man während man blockt zu angreifen. Das ist der Special von jedem Speer. Ja, man kann blocken und angreifen gleichzeitig. Das ist ein großer Vorteil bei Speeren. Nachteil kann man sich denken, man hat meistens nur so Stichangriffe, also keine, ne, keine Swipe, keine Rundumangriffe, sehr wenige. Aber dafür haben wir ja den zweihändigen Modus. Ne, man sieht, da sind ab und zu mal auch so seitliche Schwünge dabei, also gerade der erste hier so. Schöne Kombination. Der Charge. Einzelstiche. Ich glaube, man kann das auch ein bisschen kombinieren. So Einzelstiche, dann die Kombination. Genau, das funktioniert so ähnlich wie unser Schwert, was wir gerade haben. Wir haben halt hier diese Dreierkombination. Und je nachdem, wo wir schon mal angegriffen haben, dann sind wir woanders. Ne? Wenn wir jetzt hier Angriff 1, normaler Angriff, Angriff 3. Ja? Also Angriff 3 aus der Kombination. Sehr cool. Ja, ich glaube, ein bisschen Zeit für eine haben wir noch. Die wird halt wieder ein bisschen länger, die Folge.
Haben wir noch was Cooles bekommen? Ja, so Magie-Dinge. Aber das sind halt einfach Piu-Piu, ne? Die sehen halt ein bisschen anders aus. Nö, ich glaube, das wär's. Ziehen wir wieder los, würde ich sagen. Anor Londo wollte ich heute nämlich noch schaffen. Also in der Folge hier. Ich würde aber trotzdem beim Baum vorbeigucken. Vielleicht sind da wieder so Samen. See me loading, they hating. So, kriegen wir hier wieder was? Nö. Gemein. Gemein. Ganz gemeine. So. Auf geht er, der Peter. Gefängnisturm? Nee, Anor Londo, ja. So, so, wir holen uns mal den Fahrstuhl hoch. So, ich muss mich überlegen. Nee, da unten gab's nicht. Das war im ersten Teil so, dass man mit dem Fahrstuhl an mehreren Ebenen irgendwas andocken kann. Hier gab es nur Tatsache diesen Turm da drüben. Gut, dann ja, können wir erstmal wieder schön gegen die Silberritter reinscheißen. ich glaube, den kann man ein bisschen runterziehen. Den Speeronkel, genau so nämlich. Da muss man nicht gleich gegen beide gleichzeitig kämpfen. Aua, aua. Kriegt den Parry hier nicht raus, Mann. Hab ich zu viel versprochen? Ich hab gesagt, wir werden jetzt hier erstmal reinscheißen. Ich sollte auf das Parieren verzichten, aber das ist so cool. Ja? Man fühlt sich dann immer so mächtig und so geil, Alter. Ach, scheiße, wir hatten noch. Das ist die Strafe, wir hatten noch die scheiß Opferringe an. Für umsonst. Aber stimmt, diesen Ring. Der hat nur letzte Folge bekommen, den habe ich nämlich noch gar nicht mit bewusst. Den machen wir noch. Ring der Gunst. Einer der coolsten Ringe, erhöht TP, Ausdauer und Belastung. Ein Ring, der die Gunst der Göttin Fina, der schicksalshaften Schönheit der Legenden, symbolisiert. Getreu der launischen Natur Finas, erhöht der Ring TP, Ausdauer und maximale Ausrüstungslast des Trägers. Sieh mal an. Aber anders als im ersten Teil steht hier nämlich eigentlich ein wichtiger Fakt nicht drin. Ich weiß gar nicht, ob der hier auch zutrifft, aber ich glaube ja. Im ersten Teil gibt es den auch und macht genau das Gleiche. Und der ist halt sehr, sehr stark, weil er erhöht TP, Ausdauer und Belastung prozentual. Ich weiß nicht wie viel, ich glaube fast alles um 20%, was also schon eine ordentliche Menge. Das ist schon eine ordentliche Menge. Wir sehen es ja hier, ne? 30 Leben haben wir gekriegt, Ausdauer haben wir 10 gekriegt. Also ein bisschen weniger. Was ist das? 30 von 1000? Was ist das? 3%? 3% live? Also das 10 von 120? Auch so 5%? Das ist noch das schwache Modell. Es gibt aber noch einen, der plus 3 hat. Also Ring der Gunst plus 3, der ist richtig stark. Ist aber so cool. Habe ich eigentlich immer. So, ja. Auf ein neues. Haben wir einen Ring verloren. Umsonst verloren. Ein Safety-Ring. Einfach aus Blödheit. So, wir nehmen aber jetzt mal ein Schild in die Hand und machen mal den auf ganz normal. Genau, einfach ne, rechts zirkeln und backsteppen, das ist eigentlich der ganze Trick. Man braucht dazu nicht unbedingt ein Schild, aber ich fühle mich dann immer sicherer. Keine Ahnung, ist irgendwie so. Ich laufe dann immer so rum und dann kann man hier klatschen. So werden die eigentlich, also mache ich die eigentlich.
Ich hebe immer das Schild so für Notfälle immer schon mal an, falls man doch einen Schlag trifft. Na, und das hat jetzt nicht lange gedauert und dann könnte man jetzt wieder zum Feuer gehen. Die nächsten 5000 Seelen absahen. So. Das gleiche hier bei dem hier. Dem Onkel, das ist Onkel Rotauge. Der macht mehr Damage. Hat aber eigentlich die gleichen Moves. Und er ist ein bisschen schneller. Also der weicht ein bisschen besser aus. Tut gut, gut, gut. Ah, nur Londo ist halt auch echt geil. Was ich hier ein bisschen schade finde, ist, obwohl schade nicht unbedingt, aber ich sag mal so, es wäre cool, wenn hier zum Beispiel die ganzen, das ganze restliche Schloss von Arnor Londo, ne, wie aus dem ersten Teil, wenn das auch noch mit da wäre. Ist es leider nicht. Es ist nur die Kathedrale. Wenn der Anbau den ganzen Silberritterschloss und so, wenn das auch noch dabei wäre, ist richtig geil. So, ich glaube, hier haben wir alles. Es sei denn, ich habe hier auf so einer, da hinten gibt es auf so eine Schwellen, wie hier an der Seite. Bin ich richtig reingeguckt, kann sein, dass da noch was ist. Mich in diesen Einbuchtungen. Die Einbuchtung meine ich. Drüben ist nämlich auch. Ich weiß nicht, ob ich da geguckt habe. Fliegenhirn hat schon wieder alles vergessen. Das war auch so das erste Mal, dachte ich, oh, wie traurig ist das eigentlich? Das ist einer der Schmiede aus dem ersten Teil. Und was hat ein Schmied bei sich? Eine Kohle. Kohle des Riesen. Das war der Boy, in dem man beim ersten Teil die Bosswaffe machen konnte. Sehr, sehr wichtiger Boy. Das ist auch wieder so ein Ding, wo ich sage, der dritte Teil gefällt mir insgesamt besser. Weil das System hier, wie man die Bosswaffen im ersten macht, war für mich echt ein bisschen blöd, muss ich sagen. Das war halt nicht so direkt offensichtlich, wie es hier ist. Du hast eine Bossseele, gehst zum Typen und kannst sehen, was du tauschen kannst. Da war das so, man musste halt, die Bossseelen brauchte man trotzdem in der Tasche. Und man musste dann eine Waffe von dem Typ, also dem Waffentyp von dem, was es werden soll. Beispielsweise Smaug's Hammer. Smaug's Hammer hat vom Waffentyp, glaube ich, Großhammer oder so steht da drin. Oder große Keule. Großhammer. Also musste man irgendeine normale Waffe, in Anführungsstrichen normale Waffe, einen Großhammer, zum Beispiel, wo haben wir sowas hier? So eine Riesenkeule. Die musste man aufs Maximum upgraden, irgendwie plus 10. Und dann zu dem Typen hin, mit dieser plus 10 Waffe im Inventar. Und dann konnte man sehen, dann konnte man das erst sehen, ach, ich kann die jetzt zu einer Bosswaffe umwandeln. Erst dann war das sichtbar. Mega crazy. War alles ein bisschen versteckter. Weiß nicht, manche finden das vielleicht ganz gut, weil es noch ein Geheimnis mehr ist, was man erstmal irgendwie enträtseln muss. Ich fand es nicht so geil. Ich denke so, boah, Alter, was ein Heckmeck. Muss man erstmal alles ausprobieren und dann farmst du dich zu Tode, um jede Waffe auf plus 10 zu bringen und zu gucken, was kann ich denn alles bauen. Nervig. Ich fand's nur nervig. Daneben! Weiß der Eintracht. So, das ist Arno Londo. Ah, hier oben an der Decke hängen auch so komische Pfropfen, die runterfallen. Aber das ekligste Vieh, glaube ich, kann man von hier auch sogar sehen, oder?
Ah, nee, man sieht's leider noch nicht. Ah, doch, da, da sieht man's. Da kann man sehen, da hängt es ab. Hallo, Schleim. Ah, da sehen wir es, das Vieh nämlich. Da hängt das. Das hatten wir auch schon mal eins in der Kategorie bei den Deacons. Kathedrale von den Deacons. Die Kackviecher nämlich. Oh shit. Ich mache erstmal die Tür auf. Ganz wichtig, Tür aufmachen. So. Lass mich raus! Diese Kackschleim, Alter. So, wir gehen nämlich erstmal in die Freiheit. Ich weiß gar nicht, ob das Vieh rauskommt. Kommst du überhaupt raus? Na komm. Trau dich. Trau dich ins Licht. Magst du kein Licht? Anscheinend nicht. Oder passt du da einfach nicht durch? Das kann auch sein. Ah doch. Es passt. Bouts. Aldrich. Der Ring von Aldrich. So. Aber ich muss sagen, hier draußen war es deutlich angenehmer als hier drin. Ja, die kennen wir schon. Die sind eigentlich, ne, die tun eigentlich nicht so viel hier, die Schleime. So ein bisschen rumschleimen und von der Decke fallen. Eine Estus-Scherbe. Einen weiteren Trank. Ja, aua, aua. So, hier fallen sie nämlich gleich von der Decke. So, da vorne können wir direkt schon den Boss machen. Werden wir aber vorher noch zum Feuer gehen. Weil mit vier Trinken will ich da nicht zum Bossraum. So, jetzt sind wir hier fast einmal rum. Und hier die Durchgänge, ne, wo man eigentlich ins Schloss kommt, die sind leider zusammengefallen. Ein bisschen blöd. Schade. So. Ich bin gerade überlegen, ob es hier Phantome gab, die entweder mich angreifen oder mit denen wir den Boss machen konnten. Ich glaube nicht. Ich glaube nämlich, dass es hier bei Aldrich keine Hilfe gab. Bin ich mir aber nicht sicher. Würde ich, glaube ich, machen uns mal lebendig, also hier mit Glut. Und gucken mal. Also ich könnte mir vorstellen, dass uns da jemand hilft. Aber wenn, ist, glaube ich, sind die NPCs nicht so... nicht so gut dafür. Weil die werden bei ein oder zwei Attacken, die der Boss macht, sehr, sehr wahrscheinlich sterben. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Weil die verdammt fies sind. So, ich versuche mal ohne Schild das gleiche zu machen. Ja, rechts rumlaufen und Backstab.
Dämonenschild habe ich immer so Angst, dass ich dann doch einen Hit fresse. Silberritterrüstung, die ist auch echt stark. Lass mich zufrieden! Ha! War aber auch mega risky mit dem Leben. So, ich wollte nämlich jetzt nicht so viele Tränke verballern, weil wir stattdessen... Das ist auch ein kleiner Trick. Es geht auch während des Bossfights, das ist nämlich ganz cool. Leider nur einmal. Weil wenn man nämlich eine Glut nutzt, wird man nicht nur entfacht, sondern man kriegt einen Full Heal und ja noch einen Life-Bonus, ne? Also der, man kriegt ja mehr Leben. Wir haben jetzt 1300. Nochmal 300 Leben mehr. Und man kann dann immer Full Heal machen. Also wenn man bei einem Bossfight ist und einem sind gerade die Tränke ausgegangen, kann man zur Not noch eine Glut nehmen. Ne? Das funktioniert auch. Leider nur einmal. Weil sobald man entfacht ist, kann man keine weitere nutzen. So wie es im ersten Teil war mit der Menschlichkeit. Da konnte man sich quasi die Heiltränke unendlich viele reinfarmen. Einfach ganz viel Menschlichkeit sich besorgt. Konnte man sich nämlich stattdessen auch mit den Zeugs voll heilen. So, ich will gucken, ob hier irgendwie was zum Beschwören ist, aber es sieht nicht danach aus. Achso, ja, und das große Vieh hier in der Tür, das kommt auch nur einmal, wie ihr seht. Die sind, finde ich, ganz gut. Sonst wäre das echt ein bisschen schlimm, ey. Die Viecher noch wiederkommen würden, wäre schon eine richtige Belastung. Ihn in zwei Teile. Phantome, Phantome. Und ich glaube, es gibt tatsächlich einfach keins. Müssen wir den Boss wohl alleine machen. Ja, gut. Bei dem würde ich aber vielleicht noch einen Ring tauschen. Mit unserem jetzigen Equipment brauchen wir Havels Ring. Ne, wir könnten Havel tauschen. Dann würde ich Resistenzen entweder das hier. Der gibt uns so ein bisschen was von allem. Oder Dunkel oder Feuer. Also entweder, weil der macht Dunkel und Feuer Schaden. Was sehr, sehr fies ist. 25 oder 26. Also ich weiß nicht, welche Phase schlimmer war. Also er hat zwei Phasen. In der ersten Phase macht er, glaube ich, Feuer. Und in der zweiten Dunkel. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt. Ich glaube, es ist umgekehrt. Deswegen würde ich lieber einen Feuerresistenzring nehmen. Um so ein bisschen Schaden abzufedern. Gut. Let's fetz. Lassen wir mit uns den Boden aufwischen. Ah, genau, das ist, glaube ich, Dunkeldamage. Zweite Phase ist dann Feuer. So, und hier ist es wie bei dem Kristallweisen, der taucht immer am weitesten weg von uns auf.
Oh nein, das ist der Bogen, ist die ganz böse Fähigkeit. Tut ja weh. In der zweiten Phase gibt es so eine komische Sensenattacke, die er macht. Damit heilt er sich. Es ist ganz wichtig, die auszuweichen. Das Ziel ist eben die Länge. Wir ganz lange weglaufen. Die Scheiße uns nämlich richtig lang verfolgt. Und nicht in die Sense laufen. Der ist nicht gut. Schnäzelt! Geschnäckselbrechselt! Sehr, sehr gut! Fürstenasche! Boah, also quasi eine, ich sag mal, der Endboss. Bosse. Quasi so ein Viertelboss. Die Fürstenasche. Seele von Aldrich. Sehr cool. Schon wieder First Try, Alter. Ich unterschätze mich manchmal ein bisschen, ne? Aber wir haben auch echt gut Damage an den gedrückt, muss man sagen. Nicht erwartet. Wie viel haben wir denn durch das Skillen jetzt? Wie viel machen wir denn da? 356, das ist schon ein guter Wert. So gegen Ende werden wir da so ja, um die 500, mehr, ein bisschen mehr als 500 stehen haben. Was ein richtig hoher Wert ist. Gezeigt, wer der König ist. Der König. Der König. Die Kammer der Erinnerung. Auf dieser Couch. Da war das schön, da war die schönste Illusion des ganzen Dark Souls Universums. Das war richtig voluminös, was zum Anfassen und zum Angucken. Das war schön. Und es gibt hier genau das gleiche Item. Den Ring der Sonnenprinzessin. Die lag nämlich da auf der Couch. Beziehungsweise die Illusion, es war nur Illusion. Die war noch nie da. Denn der Aldrich, der Typ, ihr habt es ja gesehen, es war so ein komischer Wurm und oben war so ein Manikicken drauf. Der eigentliche Boss war der Wurm, nicht das Manikicken. Der eigentliche Aldrich-Boss war dieser Wurm und dieses, ne, der ganze Raum, so dieses, war so Seuche auf dem Boden, dieses Geschwulst. Das war Aldrich und das Manikicken, das war Gwendolyn heißt der, glaube ich, oder Gwendolyn, die Finstersonne. Das war quasi ein Boss aus dem ersten Teil. Der hat den gefressen und den seine Fähigkeiten genutzt. Ja. Und der hat auch sehr ähnliche Fähigkeiten genutzt wie der, ja, aus Dark Souls 1. Auch sehr, sehr cool. Joa. Gucken, was wir aus der Seele bauen können. Hier oben haben wir, glaube ich, alles. Oh, scheiße. War schon verpasst. Hier oben haben wir, glaube ich, alles. Ne? Hier lag sonst nichts. Außer den Ring. Das
vorher haben wir entfacht. Haben wir wirklich alles eingesammelt? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir haben wirklich alles. Reisen. Ich würde sagen, wir eiern nochmal zu Diakone des Abgrunds. Ja. Ja, dahin. Rosaria nämlich. Die Ecke. Erinnert euch vielleicht noch zurück. Hier in der Kathedrale gab es eine Ecke, wo ich nicht hingehen wollte. Jetzt können wir aber dahin. Weil diese andere Tussi mit den hier Dunkelmond-Typens, ne? Das haben wir jetzt ja schon freigeschaltet. Das wird uns erstmal so nicht mehr weggenommen. Obwohl, vielleicht doch. Vielleicht gibt es noch ein, zwei Sachen, die uns dann doch weggenommen werden später. Aber das werde ich dann sehen, wenn es soweit ist, weil das weiß ich nämlich nicht. Meiner Meinung nach wird uns jetzt hier nichts mehr weggenommen, was wir jetzt schon haben. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, in dem wir da hingehen. Fahrstuhl ist natürlich wie immer nicht da. Jetzt kommt der Ritter und stoßt uns da ins Loch. Ah, das ist, er läuft immer noch zurück, weil der nicht so weit laufen könnte eigentlich. Hast du was gedroppt? Ja, schade. Schwert wäre cool. So, da drüben nämlich. Oh, ich erinnert. Da bin ich nicht weitergegangen. Geht die Typen hier Feuerpeitsche. Da kleben sie. Die lassen wir da kleben. Aber hier oben kleben noch mehr. Richtig lecker. Kommen Sie mal zusammen. Dass Sie auch alle treffen können. Oh, wir haben uns die Blutseuche geholt, Alter. Müssen wir mal gucken, dass wir mal voll live haben. Sehr, sehr cool. So, das ist, habe ich mich auch schon mal erzählt, ne? Das ist so ein Blutegel, ne? Man sieht's ja. Die knabbern jetzt da an uns, wenn der Balken voll ist, kriegen wir mega Damage. So ein Blutungsdamage. Flatsch. Und die gehen nicht weg. Das bleibt die ganze Zeit jetzt. Ich weiß gar nicht, was man alles dagegen machen kann, aber die effektivste Methode für mich ist einfach eine Fackel. Die braucht man nur in die Hand nehmen. Zack. Jetzt sind sie runtergebrannt. Ist abgefallen. Machen sie gar nichts mehr. Dafür habe ich sie auch am Anfang gekauft. Nur dafür. Für nichts anderes. So, der Boy hier hinten, der greift uns nicht an. Der schielt uns nur doof. Hm? Was machst du da? Aber mit dem können wir auch nicht reden oder so. Hm? Aber es lohnt sich, den umzunieten. Ja, roter Symbol Speckstein. Ist auch ein Online-Item. Damit können wir unser Zeichner auf den Boden kritzeln. Und anders als wie bei dem anderen sind wir dann nicht zur Hilfe da, dass wir den anderen helfen, sondern das ist zum Duell. Das ist ein Duellzeichen. Da können die Leute uns rufen, damit wir ein Duell mit dem machen. Wird meistens ausgenutzt, ne? Ist halt Internet. Leute im Internet sind immer böse. Ja? Also wenn man so sein Zeichen dahin legt, dann wird man beschworen in einer Welt, in der man so richtig schön, ne? Die stehen dann schon bereit mit so richtig dicken Keulen und die reiben die und die sind irrigiert, ja? So richtig irrigierte Kolben. Und die warten nur darauf, dass in sein Gesicht, ne? Ganz viele Leute auf einmal. Das passiert. Die Dornenrüstung. Das ist die vom Ritter, der uns hier unten invaded hat. Wie heißt er dann? Kirk, Captain Kirk.
Das ist er nämlich, die Rosaria, von der ich so oft gesprochen habe. Jetzt sind wir endlich mal da. Sprechen wir mal mit ihr. Bitte darum, den Eid leisten zu dürfen. Ja, bitte. Rosarias Finger. Du hast den Beweis des Eids erhalten. Bei ihr, das ist nämlich das Coole, wir können hier umskillen, ne, Attribute neu verteilen. Dazu brauchen wir eine von diesen bleichen Zungen, die man sammeln kann. Und dann können wir neu skillen. Können wir umskillen. Können wir neue Builds probieren. Richtig cool. Geht aber nur 5-mal pro Durchspielen. Also wir können es nur 5-mal machen. Dann gar nicht mehr. Dann müssen wir das Spiel einmal komplett durchspielen und dann geht es wieder 5-mal. Aussehen verändern geht auch. Also wir können uns optisch auch verändern. Kostet auch so eine bleiche Zunge. Geht, glaube ich, auch nur 5-mal. Aber wir sind sexy. Wir wollen uns nicht aussehen verändern. Und wie bei allen Vereinigungen können wir ja, die Items abgeben für Loot, dass wir ein bisschen Zeugs bekommen. Schwört dem Eid Rosarias Treuer. Das heilige Siegel des Erzdiakons Klimt, der Rosaria, der Mutter der Wiedergeburt, diente. Das Anliegen schwört dem Eid Rosarias Finger die Treue. Rosarias Finger sammeln in ihrem Namen Zungen. Einige tun es, um wiedergeboren zu werden, andere, um ihre stumme Göttin zu besänftigen. Das ist er. Man sieht auch, die hat ja auch so, ne, unten so ein bisschen Wucherung am Arsch. Ja, also das Hinterteil ist sehr ausladend. Aber ich glaube, das ist gar nicht ihr Hinterteil, sondern es ist so ein Wurm von draußen, mit dem sie sich zudeckt, ne? Aber der scheint noch zu leben. Ich weiß nicht, ob das mit ihr verwachsen ist, weil es sieht auch so, ne, sie hat ja noch so Beine und Knie, so als wenn die hier rumkniet und ja, sich damit einfach zudeckt. Das ist er. Sehr, sehr cool. Die stirbt aber auch irgendwann. Ich bin mir halt noch nicht sicher, wann das ist. Das hat was mit dem... Im Feuerbandschrein haben wir doch auch so einen Typen von den Fingers, der uns davon auch erzählt hat. Der Leonard. Das hängt irgendwie mit dem zusammen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Der tut die irgendwann kalt machen. Ist halt so. Gut, haben wir das nächste abgegrast. Jo, ich würde sagen, begutachten wir noch ein bisschen, was wir bekommen haben. Zeitlich sehe ich nämlich, sind wir schon wieder. sind wir schon wieder. Aber ganz gut gepasst. Ich hätte gedacht, dass wir vielleicht in Zeitnot geraten beim Boss dann. So. Apropos Boss. Der Boss hat eine Seele. Aus der Seele können wir wieder was Cooles bauen. Und das wollen wir uns angucken. Oh ja. Ah, ihr seid zurückgekehrt. Ihr kommt gerade recht. Wir haben verdrehte Seelen. Von Aldrich. Die Lebensjagdsense. Das ist ein Zauber. Ein Wunder. Ja, Wunder werden hauptsächlich hier durch Glauben gewirkt. Also gewirkt nicht, sondern das ist die Voraussetzung. Ne? Wir brauchen das, damit wir das überhaupt benutzen können. Anders wie bei Waffen können wir das dann tatsächlich gar nicht nutzen. Steht dem Gegner mit einer illusorischen Sense TP. Das hat der Boss nur einmal gemacht. Haben wir nicht ganz gesehen. Aber ja, könnt ihr euch, glaube ich, vorstellen. Wir beschwören so eine Riesenseele, schlagen einmal nach vorne so einen Schlag zu und alles, was wir treffen, dem klauen wir Leben. Ja. Wunder des Götterfressers Aldrich. Aldrich träumte, als er langsam den Gott des Finstermonds verschlang. In diesem Traum sah er die Gestalt eines jungen, bleichen Mädchens, das sich versteckte. Okay. Informationen brauchen wir die, keine Ahnung. Aber die Information mit dem jungen Mann, den er verschlungen hatte. Den Gwendolyn. Die Finstersonne. So, achso, stattdessen könnten wir, glaube ich, noch, es gibt immer zwei Sachen, genau das Ding noch. Den Finstermond Langbogen, den hat er auch ein paar Mal ausgepackt, wo ich dann die Beine in die Hand genommen habe. Besonderheit bei dem ist, glaube ich, der verschießt nur die Finstermondpfeile. Ich glaube, andere Munition geht bei dem nicht. Kann man also so glaube ich zumindest.
Das Besondere an dem Bogen ist, der hat von Hause aus hier Magie-Damage, skaliert auch relativ gut mit Intelligenz, ne, durch Magie-Damage. Und das war's eigentlich. Verschießt auch magische Pfeile. Ja, weiß ich nicht. Also Bogen... oder Zauber. In dem Fall wäre ich sogar mehr für den Zauber. Statt für den Bogen. Aber Bogen ist für mich so keine Hauptwaffe. Ist keine Mainwaffe. Obwohl es mal lustig wäre, ne? In den Kommentaren stand ja auch schon mal so, mit Bogen könnte man was machen. Aber Bogen ist... Nee. Da muss man schon richtig verrückt sein. Und so verrückt bin ich noch nicht. So, wir haben auch viele Seen. Wir könnten schon wieder skillen. Wir können uns auch mit den NPCs noch ein bisschen befassen. Gerade mit der Nonne und so. Wir können ja diese Bücher, wir haben eine ganze Menge Zeugs so eingesammelt. Das können wir denen mal noch aushändigen. Dann können wir mehr Zauber kaufen. Gerade bei der Nonne ist das irgendwie so, die stirbt irgendwann. Also ich glaube, das liegt daran, man darf der, wir gehen mal hier die Items durch. Wir haben so nämlich Folianten gefunden, ganz viele verschiedene. Für jeden von den NPCs so komische Sachen. Der Magier will so Schriftrollen, die geben wir denen, dann können wir neue Zauber kaufen, weil er die gelernt hat und uns beibringen kann. Das gleiche für den hier Feuertypen da hinten. Der hat so komische Feuerfolianten. Und für die Nonne, die da hinten mit Wunder. Ja, überall das gleiche System. Ach, guck mal, der Typ ist weg, Alter. Der Typ ist weg, Alter. Lol. Hat die den abgemuxt? Die Frau da hinten, weil die hat doch gemeint, das kenne ich so aber auch nicht. Die hat den abgemuxt, kann das sein, weil wir ihn nicht abgemuxt haben. Sag mal, hat die den abgemuxt? Ja, die sagt mir, er werde zu dem... Ich glaube schon, ne? Ich glaube, die hat den abgemurkst. Oder der hat sich verkrümelt. Gut, dann hat sich das mit dem Magier erledigt. aber bei der Nonne, da wollte ich nämlich drauf zu sprechen kommen. Die kriegt nämlich so... Dieser Blinde kriegt so komische Folianten in Blindenschrift, warum auch ganz zufällig alle Zauberfolianten mit Wunder in Blindenschrift sind. Und zwar... gibt es ja ein paar. Das ist Pyromantie. Schriftrollen sind für Zauber. Katus, Isolith ist für den Pyromanten. Genau, Wunder von Londor. Das sind diese Höhlenzauber. Und diesen und den Foliant des Abgrunds, das sind nämlich so Darkness-Zauber, so richtig böse Dinge. Da stehen böse Wunder, böse Geschichten drin. Und wenn wir ihr das zum Lesen geben, können wir zwar einerseits die bösen Zauber kaufen, aber sie wird halt auch, ne, von denen beeinflusst, was sie da gelesen hat, und stirbt daraufhin irgendwie. Die erzählt uns dann nämlich auch sowas, so, irgendwie die Dunkelheit, die frisst mich auf und so ein Kram. Und dann stirbt die irgendwann dadurch und dann wird Aegon sauer. Der mit der großen Keule. Der wird dann sauer auf uns. Weil wir die so gesehen ja dann getötet haben. Deswegen machen wir das jetzt erstmal nicht. Machen wir erst später. Jo, sehr viel Trivia. Was hätte ich denn jetzt vor? Leveln wollen wir. Aufsteigen. Stärke wollten wir vor allem. Stärke. Ja, schon teuer geworden. Das kostet schon jetzt 25.000 für ein Level, ne? So. Aber irgendwie fehlt mir noch, also bei der Hochzeit, ein signifikantes Item. Und zwar das Schwert von Anri fehlt mir ein bisschen. Das haben wir irgendwie nicht gelootet. Ich glaube, das liegt jetzt erst da, nachdem wir einmal rumgeportet sind. Das ist nämlich dieses Schwert, was ich jetzt eigentlich nochmal vorstellen wollte. Ich glaube, das haben wir nicht eingesammelt. Machen wir das noch.
Bevor wir das vergessen, Arno Londo, da wollen wir hin. Das ist nämlich das Schwert, was mit Glück skaliert. Das eine, die eine Waffe, die ich kenne, die mit Glück skaliert. Das kriegt man, glaube ich, auch nur hier durch die, hier durch. So, fahren wir mal runter. Ne, ich glaube, von der Seite müssen wir drehen, ne? Ja. Der König. Ah, da muss man aufpassen, dass einem hier nicht schlecht wird. Im ganzen Gedreh. Noch einmal bis nach hinten. Das ist manchmal so, ich so Backtracking. Ah, stimmt. Wenn wir jetzt gerade eher am Backtracken sind, das ein bisschen Überlänge haben wir eh schon. Machen wir das gleich noch mit, wenn das gerade einfällt. Ich habe euch beim Dämonenkönig, genau, da liegt es, da vorne leuchtet es, von einer Peitsche erzählt, von das, was die Hexe da hat. Und ich glaube, die müssten wir mittlerweile auch einsammeln können. Den nehmen wir mal mit. Anris gerades Schwert. Das ist es nämlich. Ich glaube, das würde auch bekommen, wenn wir Anri einfach töten. Würde man das auch gedroppt bekommen. Steckt ja auch ihr Name dran. Anris gerades Schwert. Ist an sich auch einfach, ne, ganz normales gerades Schwert, ganz normales Moveset. Aber wir gehen hier mal rein. Ein wertvolles Schwert für Anri. Einem weiteren unentfachten und die wohl stumpfeste Klinge in ganz Astora. Es gehörte einst einem ehrbaren Adligen. Seine Kräfte steigern sich durch eine flüchtige, rein menschliche Eigenschaft. Glück. That's it. Das skaliert mit Glück. Das ist das Special. Haltung. Ja, einfach Fertigkeit Haltung. Das haben auch mehrere Schwerter, also... Ist jetzt nichts überkrasses Special. Das ist hier dieses, das hier. Haben wir auch schon öfter gesehen und dann wupp. Das skaliert mit Glück. Ja. Sehr, sehr cool. Haben wir noch irgendwas Cooles aufgesammelt? Ich glaube sonst gar nichts, ne? Nö, ich glaube sonst nicht so viel. Würde sagen, ab zum Feuerbandschrein und dann in der nächsten Folge gehen wir in den Kerker. In den Kerker von Irifil. Da machen wir dann weiter. Sehr, sehr gut. Was ihr jetzt nur macht, hoffe ich zumindest, ne? Daumen hoch, wenn es gefallen hat und wenn nicht, auch. Und das, was alle anderen Leute in der Endcard, so YouTube und so erzählen, drückt da alle drauf. Finde ich cool. Hilft und so weiter. Ich bin's irgendwann irgendwie leid, keine Ahnung. Macht, was ihr wollt. Ja? Macht, was euch Spaß macht. In dem Sinne, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns. Super geil.